Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen CSGO Top 10 Video. Heute Pippi Bissen. Wow. Legen wir direkt los mit Platz 10 und unserem Sponsor. Skinny Baroni Pepperoni. Ihr kennt die Seite. Wenn nicht, meldet euch dort an mit dem Code, den ihr gerade gesehen habt, beziehungsweise mit dem Link, der in der Videobeschreibung steht. Da kann man Skins kaufen und verkaufen für echtes Geld. Jetzt fragen sich natürlich alle, was ist auf dem ersten Platz? Ist es die hier? Nein. Auf dem 10. Platz befindet sich die PB Bison Candy Apple. Ist jetzt nicht ultra besonders, aber halt der 10. Platz. Ja? Es gibt ganz, ganz viele, die so ab dem 9. Platz kommen könnten. Also bestimmt 10 Stück. Aber ich habe halt eine nur aussuchen dürfen. Und jetzt guckt euch mal den Preis an in FN. Also wer das Teil unbedingt haben möchte, kann hier für 16 Cent zugreifen. Platz Nummer 9. Da liegt bei mir die Night Riot. Mhm. Komm, schlimm ist die nicht. Also die Waffe an sich vielleicht schon. Weiß nicht, ob jemand wirklich so mit vollem Herzen sagt, ja, Pippi Bison, das ist meine Waffe. Und mit 4 Cent in FT ist der Preis auch recht mittelprächtig ausgearbeitet. Oder alles 4 Cent, guck mal. 4, 3, 6 habe ich eben gesehen, 5, 13. Wie teuer. Der 8. Platz ist die Water Sigil. Sucuk. Da ist Wasser drauf. Wahnsinnig gut umgesetzt. Bolle, Wasser, Bolle, Klumpe. Und Statrick ist da hinten drin. Auch nicht schlecht. Aber der Preis ist ein bisschen frech, mein Freund. 1,25, hallo? Für das Ding? Würde ich jetzt nicht zwingend zahlen, ne? Platz Nummer 7. Photic Zone. Hakaroi. Die ist schon mal in etwas schickeren Farben gehalten. Der ganze Körper ist auch voll, beskinnt. Ja. Und vom Preis her muss man hier schon 77 Cent anlegen, ganz sicher. Um da auf FN zu kommen, ja, irgendwie schon. Steady Shraggy gibt's auch, Naja, es ist irgendwie schwierig, das hier ausgiebig zu machen, weil die PB Bison halt... Die Phoebe Bison ist, ne? Klar, der 6. Platz ist interessant. Die sieht wirklich cool aus. Da hat man sehr viel zu schauen. Sowas ist ja generell sehr sinnvoll bei Skins, ne, dass sie ja nur optisch sind und eben genau dazu eben auch dienen. Und wenn man viel zu sehen bekommt auf einem Skin, umso besser. Jetzt sieht sie aus wie eine Waffe aus Fallout oder aus einem Piratenspiel oder sonst was. Also aus einem sehr merkwürdigen Piratenspiel, wo sie halt mit einer Bison ballern. Der Preis ist auch direkt ein bisschen knackiger. Schau mal da, 1,44 € in FN, 2 Euro in StatTrak mit in Field Tested. Dann haben wir hier noch... Nochmal Steady Draggy Baggy. Viele Angebote haben wir ja gar nicht. Kann nicht weiterschauen, das sind alle. Ja, also es hält sich schon noch in Grenzen. Wenn man da unbedingt was haben wollen würde, kann man da bestimmt einen guten Preis finden. Jetzt kommen wir schon zum 5. Platz. Wahnsinn. Und es ist eine leckere Osiris. Ja, wer hätte das gedacht? Die Osiris ist am Start. Und eigentlich war heute auch ein Matchmaking am Start. Aber es ist schon so spät. Auch dieses Video hier wird nicht ganz pünktlich kommen, aber zumindest pünktlicher als ein Matchmaking gekommen wäre. Darum dieses Video und eine kleine Verwirrungstaktik. Guck genau in den Stil. Und schon sind wir bei der Preise. Oh, Leggy. 55 Cent FN. Kann man zuschlagen. Auf dem Platz Nummer 4 liegt die Blue Streak. Und die ist schick. Ne? Besprenkelt. Sowas gefällt zumindest mir sehr gut. Und dann auch noch in diesem schönen Blau auf dunklem Hintergrund. Lecker Schmecker. Aber wisst ihr, was kacke ist? Eigentlich gar nichts. Die geht vom Preis. Die geht voll klar. Gut, okay. FN StatTrak 40 Euro. Aber sonst... Oh, das war's schon. Ja, ist doch irgendwie kacke. Aber wisst ihr, was Schönes? Jetzt kommen wieder die ersten 3 Plätze. Und ihr könnt raten, was ich da stehen habe. Ihr könnt eine Reihenfolge angeben oder einfach so raten. So, weiß ich auch nicht. Eine AWP wahrscheinlich. Ratet mal kurz drauf los. Und fertig. Der Platz Nummer 3 ist besetzt mit der Fuel Rod. Alle, die mich kennen, die wissen, dass, ja, dass die hier auf jeden Fall irgendwo drin stehen hat müssen. War das nicht sogar einer der ersten Waffen, die, naja, jetzt nicht zwingend ein 3D-Muster haben, aber die, ja, es leuchtet halt zumindest. Ne? Dieses Glibberzeug leuchtet nach hier oben. Mit der Andeutung. Ist das die erste Waffe, die das so gemacht hat? Raumübergreifende Texturierung? Gibt es andere pulsierende, leuchtende, glühende oder 3D-haftige Waffen? Also aus dem Zeitraum. Klar, es gibt jetzt mittlerweile die Pipedown und andere, die sehr geil aussieht. Zumindest in einem gewissen Winkel. Die sieht genauso gut, also 3D-mäßig aus, oder? Genauso könnte man meinen, ah, guck mal da. Aber wenn du so halt ein bisschen drehst, denkst du dir, naja. Vom Preis her geht die, naja. Also je nachdem, worauf man steht, wenn man unbedingt StatTrak haben möchte, dann könnte es schwierig werden, sehr günstig wegzukommen. Aber sonst, Platz Nummer 2. Da liegt die Judgment of Anubis. Gold, okay, ist jetzt nicht so meins oder halt gelb. Ich denke, es soll eigentlich Gold sein, ne? Gülden erscheinen. Aber so alles in allem ist es ein schnickes Ding. Da kann man nichts sagen, ne? Ich denke, einige haben die weiter oben in ihren Listen, sofern sie eine PB Bison-Liste jemals gemacht haben sollten. Und für einen Redskin geht der Preis eigentlich auch ganz gut klar. Wobei man natürlich bedenken muss, dass es halt eine PB Bison ist. 5 Euro kann man da schon so anlegen, um was Vernünftiges zu bekommen. Aber es gibt sicherlich auch Schnäppel. So, und jetzt kommt Platz Nummer 1. Und da haben wir sie. Die High Roller. Wow.
Guck doch mal, wie krass Holz, Karten, Würfel. Montana Black spielt, wenn er CSGO spielt, nur die High Roller die ganze Zeit. Während er an der Slotmaschine dreht. Also automatisch, er macht das ja nicht von Hand. Krasse Geschichte, oder? Richtig, richtiges Schmeckerlecker-Teilchen. Obwohl Rot ja nicht so meine Sache ist, ist das hier wirklich perfekt geworden. Ich bin doch jetzt nicht der absolute Glücksspiel-Crack. Aber so ein bisschen Kartenspielen, ein bisschen Roulette, ein bisschen... Geht schon mal klar, ne? Natürlich ohne Geldeinsätze und falls doch, dann nur unter Erwachsenen. Und von Glücksspiel kann man beim Preis auch nicht reden. 1,64... Ja, okay, die ist auch hingefallen. 1,82 in Fieldtested. Ich würde auch immer sagen, Fieldtested geht immer klar. Super, super, super. Soweit, so gut mit unserem Top 10. Es war wieder sehr schön mit euch. Mir ist aufgefallen, dass ich seit, ich glaube, fast 3 Wochen keins mehr gemacht habe. Von daher musste bald wieder eins folgen. Und jetzt folgt es. Zack. Matchmaking wird dann morgen nachgereicht. Liebe geht raus. Und, Schokoladentaler.